Also die Besonderheit oder was geübt wurde, war Brandbekämpfung, eine Wasserversorgung über lange Wegstrecken und Menschenrettung. Das ist ein Bauernhof, wo mehrere Funktionen hat. Da gehört eine Motorradwerkstatt dazu, eine Schweinefarm, eine Metzgerei ist noch, ein Pferdehof, also und angrenzend ist ein zweiter Hof, auch mit Pferden. Das Gefahrenpotenzial ist sehr hoch. Also wir haben ja eine Alarm- und Ausrückordnung, nach der wurde einigermaßen ausgerückt, dass man auch realistisch übt. Die Feuerwehr Wernau hat dann von sich aus, von Gemarkung Wernau, eine Schlauchleitung aufgelegt auf den Hof. Die Feuerwehr Wendlingen hat im Verbund mit der Feuerwehr Kirchheim die Menschenrettung begonnen, weil 6 Personen in der Werkstatt vermisst waren und eine Person auf einem Silo hilflos vorhanden war. Musste über die Drehleiter gerettet werden. Um die begrenzte Wassermenge zu kompensieren, es führt ein Hydrant drauf, aber der reicht uns dann im Ernstfall natürlich nicht, haben wir einen Puffer eingerichtet. Wir haben einen 20.000 Liter Behälter, den haben wir aufgebaut. Und mit insgesamt 4 Tanklöschfahrzeugen, die wir dann den Behälter gefüllt haben, haben wir einen Pendelverkehr eingerichtet. Das sind 5000 Liter Tank ist vorhanden, aber wie gesagt, das sind begrenzte Zeit. Das ist zur Überbrückung gedacht, wie auch die ganzen Tanklöschfahrzeuge, wo im Erstangriff schon vorhanden sind, die wo das abdecken können. Aber eigentlich bei einem Großbrand, um auch die anderen Gebäude, nicht beschädigten Gebäude zu schützen, braucht man eigentlich sehr viel Wasser. Das Fazit ist, die Übung war so eigentlich im Großen und Ganzen sehr gut. Die Erkenntnisse waren, der Funkverkehr war schlecht, wahrscheinlich durch die Stromleitungen. Dann die Wassermenge war zu gering als Puffer. Also da müssen wir aufrüsten noch, sprich zwei 5000 Liter Tankwagen, also von der Feuerwehr Kirchheim oder von den Filtern noch holen, dann sind wir dann einigermaßen gestellt. Wie gesagt, die Kommunikation war schlecht, wahrscheinlich durch die Stromleitung. Also wenn ich der Brandschutz, der wo natürlich an der Übung gestellt werden musste, wo vor allem nicht nur für Wendlingen, sondern auch für Wernau, Unterenzingen, Oberboingen und Köngen gestellt werden musste, war bei uns stationiert, waren es an die mit Rotkreuz, allem drum und dran, so ca. 200 Personen.